Heute für euch 6 böse Zauberer, die nicht in Slytherin waren. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über die 4 Hogwarts-Häuser: Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff und Gryffindor und werfen dabei einen Blick auf die dunkle Seite der Zaubererwelt. Wir werden sehen, welche Häuser neben Slytherin dunkle Hexen und Zauberer hervorgebracht haben. Slytherins haben einen schlechten Ruf, schon von Anfang an, und sie werden oft pauschal als böse abgestempelt. Hagrid verstärkte dieses Vorurteil im Stein der Weisen, als er sagte, dass keine einzige Hexe oder kein einziger Zauberer, der böse wurde, nicht in Slytherin war. In einem der letzten Videos habe ich darüber gesprochen, welche Zauberer aus Slytherin kamen, aber nicht böse waren. Heute allerdings drehen wir genau den Spieß um und schauen uns an, welche bösen Hexen und welche bösen Zauberer aus anderen Häusern in Hogwarts stammen könnten. Im heutigen Video werde ich Hagrids Aussage ein bisschen in Frage stellen. Dabei geht es nicht nur um die wirklich bösen Zauberer, sondern auch um diejenigen, die moralisch fragwürdige Entscheidungen getroffen haben. Ohne weiter um den heißen Brei herumzureden, stelle ich euch 6 böse Zauberer vor, die nicht aus Slytherin kommen. Als erstes auf unserer Liste haben wir Quirinus Quirrell. Quirrell war ein englischer Halbblutzauberer, der in den 1960er Jahren geboren wurde. Als er volljährig war, besuchte er die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei und wurde dem Haus Ravenclaw zugeteilt. Er hatte anfangs keinen schlechten Start. Tatsächlich war er zu Beginn ein sanftmütiger Junge, der sich auf seine Schule konzentrieren konnte und sehr schlau war. Doch aufgrund seiner ungewöhnlichen und empfindlichen Natur wurde er oft gehänselt, was sein Selbstvertrauen weiter schwächte und schließlich auch zerstörte. Seine Gefühle der Unzulänglichkeit führten dazu, dass er sich besonders für die dunklen Künste interessierte, ein gefährliches Gebiet der Magie, das ihm möglicherweise die Aufmerksamkeit und den Respekt verschaffen konnte, nachdem er sich lange gesehnt hatte. Während seiner gesamten Studienzeit zeigte er eine besondere Affinität für die dunklen Künste und schloss Hogwarts mit beeindruckenden Noten ab. Zu diesem Zeitpunkt gelang es ihm, eine Stelle als Professor für Muggelkunde in Hogwarts zu bekommen. 1990 nahm Quirrell ein einjähriges Sabbatjahr, quasi eine Pause von der Schulzeit und eine Pause von dem Lehren. Er erzählte seinen Kollegen, dass dieses Sabbatjahr eine Gelegenheit für ihn sei, Erfahrungen aus erster Hand im Bereich der Muggel zu sammeln. Aber in Wirklichkeit suchte er nach Lord Voldemort. Schließlich fand er ihn auch, aber die Dinge verliefen nicht ganz nach Plan. Voldemort erzählte von ihrer ersten Begegnung wie folgt: Ein junger, törichter und leichtgläubiger Zauberer lief mir im Wald über den Weg, den ich zu meinem Zuhause gemacht hatte. Er schien genau die Chance zu sein, die ich gesucht hatte, denn er war ein Lehrer an Dumbledores Schule. Er war leicht nach meinem Willen zu beugen und brachte mich zurück in dieses Land. Nach einer Weile nahm ich seinen Körper in Besitz, um ihn besser zu überwachen und meine Befehle ausführen zu lassen. Quirrells mangelndes Selbstvertrauen und seine neurotische Natur machten ihn leicht manipulierbar für Voldemort. Obwohl er nicht unbedingt böse enden musste, tat er es schließlich. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Barty Crouch Jr. Zunächst möchte ich sagen, dass das Haus von Barty Crouch Jr. nicht wirklich bestätigt ist. Viele ordnen ihn wegen seiner offensichtlich bösen Natur und seiner Verbindung zu den Todessern schnell in Slytherin ein. Aber ich glaube, dass diese Leute seine Vergangenheit nicht richtig betrachtet haben. Barty Crouch Jr. war ein britischer Reinblutzauberer und der Sohn eines hohen Beamten im Zaubereiministerium, Barty Crouch Senior. Barty Crouch schloss sich den Todessern in seiner Teenagerzeit an und beging im Laufe seines Lebens zahlreiche Gräueltaten, darunter die Folterung der Longbottoms, die Ermordung unzähliger Hexen und Zauberer und spielte eine entscheidende Rolle bei Voldemorts Wiederauferstehung. Es gibt jedoch eine andere Dimension in Crouchs Charakter, die oft übersehen wird: seine Intelligenz, eine Eigenschaft, die am ehesten mit dem Haus Ravenclaw in Verbindung gebracht wird. Crouch war wirklich sehr begabt und erreichte während seiner Schulzeit in Hogwarts sogar ziemlich hohe Punktzahlen. Zum Vergleich, Hermine schaffte nur 10 UTZs und Barty Crouch Jr. 12. Auch wenn wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass Crouch Jr. kein Slytherin war, spricht einiges dafür, dass er ein Ravenclaw war. Was die dunklen Zauberer betrifft, war Barty Crouch Jr. ziemlich böse.
Als nächstes auf unserer Liste haben wir keinen geringeren als Gilderoy Lockhart. Er ist ein britischer Halbblutzauberer, der 1964 als Sohn einer Hexenmutter und eines Muggelvaters geboren wurde. Zunächst einmal ist Lockhart ein Sonderfall. Er war nicht per se böse, aber gierig und ehrgeizig, was dazu führte, dass er einige fragwürdige Taten beging. Lockhart hatte noch zwei Schwestern, doch er war das einzige magische Kind, was ihn zum Liebling seiner Mutter machte, auch wenn sie das vielleicht nicht offen zugab. Er war ein kluger, gut aussehender Junge und als er früh entdeckte, dass er magische Fähigkeiten hatte, stieg ihm das zu Kopf und blähte sein Ego weiter auf. 1975 begann Lockhart seine Ausbildung an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, wo er dem Haus Ravenclaw zugeteilt wurde. Schon beim Betreten der Schule war er enttäuscht, da er feststellen musste, dass er dort nur einer von vielen magischen Schülern war. In der Muggelwelt war Gilderoy Lockhart außergewöhnlich, aber in Hogwarts fiel er kaum auf, was ihn ziemlich störte. Man sagt, Lockhart besaß zwar überdurchschnittliche Fähigkeiten, aber nichts besonders Bemerkenswertes. Sein Mangel an Aufmerksamkeit, weil er nicht so begabt war, wie er dachte, entfachte in ihm das Feuer, erfolgreich zu sein. Doch der Erfolg, den Lockhart im Leben fand, war nicht verdient. Er wurde berühmt, indem er die Errungenschaften anderer stahl, ihre Erinnerungen löschte und diese Leistungen als seine eigenen ausgab. Dieses moralisch fragwürdige Verhalten ist zwar nicht unbedingt böse, aber definitiv verwerflich. Und ich glaube nicht, dass er jemals über die Konsequenzen seines Handelns nachgedacht hat. Ähnlich wie Quirrell fühlte sich Lockhart unsicher und diese Unsicherheit führte ihn auf den dunklen Pfad. Als nächstes auf unserer Liste haben wir den jungen Albus Dumbledore. Allerdings nicht den alten, weisen Dumbledore, den wir gewohnt sind, sondern den jungen, törichten Dumbledore, der stark von Gellert Grindelwald beeinflusst wurde. Der Dumbledore, der zusammen mit Grindelwald unter dem Slogan für das größere Wohl agierte. In den Heiligtümern des Todes erfahren wir, dass Dumbledore und Grindelwald in ihren frühen Jahren die Herrschaft der Zauberer über die Muggel planten. Damals hatten sie ihren Slogan und planten tatsächlich, die Muggel zu beherrschen. Doch bevor er diesen Plan in die Tat umsetzen konnte, gab Dumbledore die Idee auf und konfrontierte schließlich seinen alten Freund. Der Auslöser für Dumbledores Sinneswandel war wahrscheinlich der Tod seiner Schwester, nach einem Duell zwischen Aberforth, Albus und Grindelwald. Auch wenn Dumbledore schließlich gut wurde, wer kann schon sagen, ob er, wenn seine Schwester nicht gestorben wäre, nicht bis heute über die Muggel herrschen würde? Keine Ahnung. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Peter Pettigrew. Peter Pettigrew, auch bekannt als Wurmschwanz, war ein britischer Reinblutzauberer, der 1960 geboren wurde. Er hatte blasse Haut, ungesundes Haar, das ständig ausfiel und blaue Augen. Er war eine wehleidige Ausrede für einen Mann, dessen Loyalität nur dort lag, wo Macht war, und er schätzte weder Freundschaft noch Liebe, so wie die meisten anderen. Pettigrew kam 1971 nach Hogwarts, im selben Jahr wie Sirius Black, Remus Lupin und James Potter. Sie bildeten schließlich die Gruppe namens die Rumtreiber. Alle waren Gryffindors, aber das war auch schon alles, was Pettigrew mit den anderen Jungen verband. Im Laufe der Zeit zeigte sich, dass er ganz anders war. Pettigrews Problem war, dass er keine eigene Identität hatte. Er spiegelte nur die anderen um ihn herum wider. Sein Charakter war außerordentlich schwach und das führte letztendlich dazu, dass er überzeugt wurde, sich Lord Voldemort anzuschließen, da er nicht daran glaubte, dass das Gute siegen würde. Pettigrew verriet letztendlich all jene, die ihm nahe standen und offenbarte Voldemort in einem Akt der Feigheit den Aufenthaltsort der Potters. Pettigrew ist vielleicht das beste und extremste Beispiel für jemanden, der aus einem anderen Haus böse sein kann. Und als letztes auf unserer Liste haben wir Gellert Grindelwald. Grindelwald war ein mächtiger dunkler Zauberer, der lange vor Lord Voldemort Terror verbreitete. Obwohl sein Hogwarts-Haus nicht bekannt ist, wird angenommen, dass er Durmstrang besuchte. Also kein richtiges Hogwarts-Haus, aber er war trotzdem nicht in Slytherin und wurde böse. Grindelwald war ein enger Freund und späterer Gegner von Albus Dumbledore und war bekannt für seine extremen und gefährlichen Ideologien. Zuvor jedoch war er mit Dumbledore verbündet und hatte vor, mit ihm eine neue Ära der Zauberei zu erschaffen, wie eben schon erwähnt.
Wenn wir wirklich ehrlich sind, dann wäre Gellert Grindelwald, wenn man ihn in ein Hogwarts-Haus zuordnen müsste, wahrscheinlich in Slytherin oder in Ravenclaw gelandet. Ich glaube sogar eher in Ravenclaw als in Slytherin. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen dazu habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.